Hallo und herzlich willkommen bei Ayumi. Noch nicht. Also wir haben jetzt schon einige Zeit, also einige schlaflose Nächte hinter uns. Und zwar lag das einfach daran, dass meine Große also über 40 Fieber hatte und wir wussten nicht warum. Wir kamen gerade von der Küste, aber vermutlich lag das an dem offenen Fenster, weil die ganze Zeit schlecht war, hat sie ihre Nase am Milu ans offene Fenster gehängt. Mausi, lass mal kurz. Und auf jeden Fall lag sie 3 Tage mit Fieber im Bett. Und ja, da ich hier ja bei Indianern wohne oder bei Indigenen, bei der indigenen Bevölkerung, haben die mir natürlich geholfen. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben von dem Baum Sauco, heißt der auf Spanisch. Zeig mal das Blatt, Mausi. Das sind die jungen Triebe. Genau, das sind die jungen Triebe von den Bäumchen. Die haben wir gepflückt, ungefähr, ich glaube, 10 Stück. Jetzt kannst du wieder weg. Ungefähr 10 Stück. Und ich zeige euch gleich, was wir damit gemacht haben. Der Holunder ist ja schon, das sind die Holunderblüten. Also das war nämlich der Punkt, dass ich gedacht habe, Wunderheilpflanze aus Ecuador. Aber nein, es ist ein ganz normaler Holunderbaum. Und die Heilkraft ist ja schon seit Hippokrates bekannt sozusagen, der das irgendwie als wassertreibendes Mittel genommen hat. Und später wurde es sozusagen auch bei Fieber, also ab dem 18. Jahrhundert ungefähr, habe ich glaube gerade nochmal nachgelesen, wurde es bei Fieber und bei Atemwegserkrankungen verwendet sozusagen. Die Blätter, wie gesagt, das war für mich ganz, ganz neu und ich habe gedacht, was für eine Wunderheilpflanze wohl hier in den Anden von Ecuador wächst. Aber es ist der ganz normale Holunderbaum, den es bei uns auch gibt. Aber da ich weder Botanikerin noch Darwin bin, wusste ich das nicht. Aber ich bin froh, dass ich mein Wissen jetzt wieder erweitert habe und möchte euch auch gerne daran teilhaben lassen. Also ganz, ganz viel Spaß bei dem Video und seid gespannt, wie es funktioniert. ¿Cómo es cuando se hace espuma? Se sana la agua. Sí, sana. Cuando no se hace espuma, se queda solo agua líquida, sin solo verde, sin hacer espuma, ahí no se sana. Uh-huh. En cambio, este se hizo rapidito la espuma. Uh-huh. Y eso se va a sanarse. Uh-huh. Ahora le vamos a bañar. Uh-huh. Y después cobijarle. Bien arropadita. Uh-huh. Pero ya se ha tomado para adentro, ¿no? Sí. Sí. Esta espuma portfolio. Parece de la leche. Also die Erfahrungen waren jetzt folgende, dass wir sie jetzt gebadet haben. Also wir haben sie so ein bisschen abgeduscht. Das habe ich jetzt natürlich nicht auf Video aufgenommen. Wir haben sie in so einen großen Bottich gesetzt. Abgespült, also mit dem Wasser und dem Kraut. Das Kraut haben wir dann auf den Körper gelassen, sie angezogen und dann ins Bett gelegt zum Schwitzen. Und erst am nächsten Tag haben wir sie sozusagen geduscht. Und frisch angezogen oder beziehungsweise ich habe das dann gemacht. Also es war schon ganz spannend, weil also das Fieber war nicht gleich, es war nicht weg und sie hatte auch noch ein bisschen Fieber da die Tage drauf. Also was heißt ein bisschen, es war schon auch noch hoch. Also wie gesagt, über 40, aber dieses Bad, also hat den Körper wirklich, also sie war ja glühend heiß und es hat den Körper wirklich, wirklich kühl gemacht. Also ist so richtig abgekühlt nach diesem Bad mit diesen Holunderblätter. Also es war eine ganz, ganz spannende Erfahrung. So, also wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch da lassen und gerne teilen und gerne auch selber anwenden. Aber wie gesagt, auch hier wieder, wenn das Fieber zu doll ist und wenn ihr euch ganz, ganz unsicher seid, was ich mir auch oft noch bin und dann gerne nach Ibuprofen oder sonst irgendwas greife. Also na, eigentlich mache ich es nicht, aber so der Hintergedanke, der ist immer da. Oh Gott. Gott sei Dank gibt es die Schulmedizin und man steht schon Ängste durch, wenn ein Kind über 40 Fieber hat und das 2, 3 Nächte lang. Aber wie gesagt, habt den Mut zu vertrauen, dass die Selbstheilungskräfte oder mit Hilfe von Kräutern, dass man damit auch heilen kann, aber bitte seid so lieb. Lasst euch, geht zum Arzt und lasst das Kind untersuchen oder lasst euch absichern oder auch euch untersuchen. Und magst du nochmal zeigen, die schöne Holunderblüte? Wie gesagt, die schöne Holunderblüte. Und wo ist das schöne Blatt? Wo ist das schöne Blatt? Da ist das schöne Blatt.